Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Ein Waldturnier steht demnächst wieder an und das Thema ist das eine, von dem ich schon dachte, es war schon so mega lame, als es umgekehrt da war. Aber ja klar, irgendwann müssen ja die Mütter und die Söhne kommen. Ja, mehr brauche ich glaube ich dazu nicht sagen. Ich habe aber noch ein paar Sphären angesammelt, das heißt die ganzen Free Summons, die nehme ich jetzt einfach alle mal mit. Ich fange nach wie vor mit dem ätzendsten Banner an. Dem, von dem ich eigentlich... Ich weiß nicht, ich glaube blau. Ja, blau bitte. Dankeschön. Weil die anderen, das sind so meine Dauer-Pity-Breaker, die mir... Also bei denen ich nicht mehr weiß, wo ich sie hin opfern soll. Ja, Odin ist okay. Da kann ich leben. Ja, und das Wochenende, ey, ich habe so viel geschlafen nach meinem Geburtstag. Total entspannt, mich von der stressigen Woche erholt und versucht auch Energie zu sammeln für diese Woche. Und da bin ich jetzt den Montag total platt und müde. Was soll das? Also irgendwie die perfekte... Naja, was soll's. Mist, ich habe jetzt nicht geguckt, wer welche Farbe hat. Dammit. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, und ich brauche zwar eigentlich sonst tagsüber sowieso immer Energy, aber ich wollte es unbedingt mal ohne probieren und ja, es war eine Katastrophe. Ich bin tatsächlich einfach im Laufe des Tages ein. Ich gebe auch zu, ich habe die Nacht sehr, sehr bescheiden geschlafen. Also ist das dann vielleicht auch keine so wirkliche Überraschung? Den von beiden. Takumi wäre leider nochmal gutes Fodder, weil den Takumi werde ich, glaube ich, nicht hochziehen. Dementsprechend. Aber ja, kein Fodder für mich, auch kein Problem. Ja, Müdigkeit und ja, ich habe die ganze Nacht auch ziemlich bescheiden geschlafen. Auch nicht gerade so super gut, um wach und voller Power in den Tag zu starten. Aber was soll's, es ist Montag. Morgen heißt es dann auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel Energy, nachdem ich Kaffee oder zumindest schwarzen Tee, wenn es morgens nicht zu schlimm ist mit der Müdigkeit, dann reicht sogar ein schwarzer Tee, nur um ein bisschen mehr so aus dem Halbschlaf aufzuwachen. Okay, farblos. Warum denn nicht? Aber wenn es halt gar nicht geht, dann muss es halt der Kaffee sein. Und sobald Energy morgens nicht mehr zu eklig ist, so wenn der Vormittag da ist, dann ist halt der Energy dran. Okay. Dich nehme ich gerne. Endlich mal ein anderer Dagger, den ich aber tatsächlich schon habe. Dieser Account muss wirklich Dagger verflucht sein. Wow. Ja gut. Ja gut. Aber wenn ich mit ihm was anfangen kann, dann ist das natürlich schon mal trotzdem sehr nice, dass ich ihn gekriegt habe. Beenden. Was? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann, ich habe gerade etwas ganz Neues gelernt. Nämlich, dass das Ausrufungszeichen auch schon weggeht, wenn man den Charakter auf einer anderen Stufe hat. Also ich habe Sauce nur als 4 Stern, aber Sauce ist halt Sauce und dementsprechend wurde er wohl jetzt gerade schon mit eingerechnet und gesagt, so ja, den hast du nicht neu. Ja gut, weiß ich das auch mal. Schön, dass ich das auch überhaupt nicht mitbekommen habe. Ja, und hier werde ich komplett auf blau gehen, weil tatsächlich von all den dreien mich nur Corinne interessiert. Tja, schade, schade. Wenn ihr am Glück habt, werde ich ihn nicht kriegen, nur offscreen. Ansonsten, ja, aber wird auch im Waldturnier vorkommen. Das heißt, es werden doch ein paar Korinlastige Folgen eventuell, falls er nicht sofort rausfliegt.
Wer weiß, wie die Charaktere sich gegenüberstehen. Ich habe das nämlich tatsächlich schon vergessen, wie die Aufteilung war bei dem letzten Waldturnier. Da könnte man ja dann eventuell schon mal so ein paar Vorgedanken sich machen und so schauen, wie könnte es denn ungefähr sein. Okay, die Farbauswahl ist echt bescheiden, aber ich habe keine Lust auf Owain oder den anderen Typen. Aber ja gut, Blau steht gerade nicht unter einem guten Stern. Ist aber auch okay, wir haben Sos, den hatte ich noch nicht und das ist mehr als nur okay. So, noch einmal, dann bin ich auf 40 runter und dann reicht das auch. Fürs Erste. Das Waldturnier geht ja noch eine Weile, da kommen noch ein paar Sphären vorbei und dann kann ich es ja weiter probieren. Yay, kurz hoffen, Nervenkitzel. Aber auch jemand, der nur eine Kampfeinleitung wird. Ich hoffe, ihr habt heute einen wundervollen Start ansonsten in die Woche. Nicht so viel zu tun. Ich muss lernen, ganz viel lernen. Ich hoffe, das klappt auch einigermaßen. Noch einer. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie gesehen. Zweimal Abel. Ja, Abel wird er ja wahrscheinlich ausgesprochen, ne? Ja. Aber ja gut, auf den Bannern, wo es ein bisschen cooler gewesen wäre, kein Glück, aber ansonsten ist alles okay, finde ich. Weil, ja, Corrin wäre nice, Corrin muss aber nicht unbedingt sein. Ich habe im Grunde eigentlich schon ein sehr funktionales Drachenteam. Kein männliches Drachenteam, aber ja, das ist eigentlich auch okay. Zumindest bisher jetzt so. Es gibt eigentlich so viel zu erzählen, aber in den Beschwörungsparts ist tatsächlich nicht so viel Zeit dafür. Und jetzt, wo ich Pokémon nebenher spiele, fällt mir das halt auch auf, wenn ich dann wirklich mal so 15 Minuten so ein Thema durchbehandeln kann. Und hier ist es so, ja, erzähl. Oh Mist, ja, ich habe schon nichts mehr zu tun. Aber naja, da kann ich nochmal gucken, wie ich meine Themen splitte und verteile und was ich dann wo irgendwie erzählen werde. Und ich sehe gerade, hat das Chibi von Horrorn eine sehr komische Position. Sieht aus wie so ein Dance-Schritt, also dass er das Bein so hoch macht. Was? Warum? Naja, egal. Kurz ein bisschen überrascht geguckt. Das war's dann auch, ja. Verpeilter Start in die Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko. Und euch natürlich viel mehr Glück bei den Bannern. Also keine Pity Breaker und hoffentlich Fokus-Charaktere. So wie das sich gehört. Bis dahin.